diesen Klang, wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt, wo die Menschen zu ihm flehen, rauscht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich sing. Hör diesen Klang. Dessen Quelle
lauter als nur der eine gute Hirte, der wie ein Lamm dort fühlt. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, hielt die Welt in hartem Mann, denn der Stein war weggerollt, der Zug bezwungen durch das Land. Thank you.
dich rein, mach dein Herz auf und lass uns zusammen singen. Geist auf, lädt das Herz zum Leben ein. Eine Hymne wird entstehen, fühlst du es, sie ist soweit. Hörst du die Generationen, immer lauter werden sie. Jeder Sohn und jede Tochter singen in der Nacht ein Lied. Jetzt ist nicht Zeit zu schweigen, hat dein Licht nicht versteckt. Diese Welt vor deinem Fenster, lass sie dir doch nicht entgehen. Heb die Hände zum Himmel, heb die Stimme zum Lob. Preis den Herrn der ganzen Schöpfung, Gottes Name lebe hoch. Wir singen. Fühl dich diesen Rhythmus schlagen, er ruft dich und mich heran. Ich höre unsere Welt erwachen, oh wie himmlisch sie erklingt. Jedes Volk und Land wird singen, Jesus, ja, ich glaube an dich. Jetzt ist nicht Zeit zu schweigen, halt dein Licht nicht versteckt. Umdrehen, jede Festung zerfällt, Tod und alle Schuld nicht zu sehen. Denn der Herr, schau, er lebt. Sie verlorene Kehre, heim aus der Nacht, die Gefangenen frei, jede Kette fällt ab. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Alle weg, schau her, sie lebt. Sie wie nach und nach die Welt sich erhält. Diese Welt vor deinem Fenster, lass sie dir doch nicht entgehen. Heb die Hände zum Himmel, heb die Stimme zum Lob. Preis den Herrn der ganzen Schöpfung, Gottes Name lebe hoch. Yes.
bedeutet. Hör diesen Klang, wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt, wo die Menschen zu ihm flehen, rauscht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich sing. Hör diesen Klang, wie schön er ist, diesen Klang, wenn der Retter kommt, wo die Menschen zu ihm flehen, rauscht sein Gewand und er hört Glauben, wenn ich bin. Oh, du hast Glauben, Jesus. Wach auf, mein Herz, und sing, singe ihm sein Lob, singe ihm sein. Friedens strömt über mich.
deine Majestät. Ich preis deinen Namen, Herr. Alles bist du für mich. Jesus, ich bin ganz dein. Komm an, wir laden den Heiligen Geist ein. Send the awakening, shelter the eyes.
Amen, amen. Come on, Mann, gebe Gott nicht einen größten Applaus, wo auch immer du gerade bist. Come on. Herzlich willkommen, Church, zu unserem Online-Gottesdienst. Und nicht nur online, sondern zum allerersten Mal auch hier live in Konstanz, genau, mit Leuten am Start, was sich so anders anfühlt. Ich habe Tränen in den Augen, weil wir waren 6 Monate hier allein und jetzt auf einmal haben wir Menschen hier und das ist so berührend. Wie genial. Und nicht nur hier, sondern in Köln sind wir auch wieder im Theater und haben dort unsere Microchurch und wir sind in der Rooftop. Rooftop irgendwo hier in Konstanz. Genau. Ganz und viele Leute. In München sind wir auch im Kino, oder 2 Kinos sogar den ganzen Morgen. Also es ist Wahnsinn, was passiert. Von daher herzlich willkommen. Genial, dass ihr am Start seid. Und wir wollen ganz zu Anfang was ganz Besonderes machen. Und wir lieben es zu tun. Wir lieben es, wenn Gott uns Nachwuchs schenkt, okay? Yes. Uns als Church Nachwuchs schenkt. Und wir haben zahlreichen Nachwuchs bekommen. Man kann ihm, glaube ich, noch nicht der Corona-Zeit zuschreiben. Nein. Aber das sind... Das ist noch die Pre-Corona-Babys. Genau. Wie dem auch sei. Aber wir haben ganz, ganz viele Familien. 14 Kinder insgesamt, die wir heute segnen. Genau. Und wir lieben es, Kinder zu segnen. Wir lieben es, sie Gott anzuvertrauen. Ja. Weil wir wirklich glauben, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Wir taufen sie. Willst du was sagen? Sorry. Nein. Nein, sag, du wolltest was sagen. Nein, ich wollte sagen, weil es 14 ist, vielleicht will jeder ihren Sitzplatz einnehmen und dann können wir alle gemeinsam aufstehen, wenn es Zeit zum Beten Stimmt. ist, weil sonst stehen die Leute ich so lange. Ich bin aus der Übung, merkst du das? Ich bin aus der Übung. Du so, willst du noch was sagen? Nein, du machst es perfekt. Echt? Aber ich wollte jetzt eher nicht übergeben, weil... Du wolltest eher mir übergeben. Ja, genau. Komm, ich würde sagen, guck mal, wir willkommen alle unsere Familien hier. Wir haben 14 Babys. Und wir gehen durch. Wir fangen an in München, okay? Weil in München, wir haben 6 Kinder, 6 Babys, wo wir für den persönlich beten wollten heute. Und ich sage Hallo erstmal an Familie Tachach. Wir wollen für Luke beten heute Morgen. Ja, da seid ihr. Ich sehe, ihr winkt. Das ist so schön. Dann haben wir, so cool, wir haben Sophia Green. Sophia, wo bist du und deine Familie? Sie kommt gleich. Das ist alles so nett. Hier, guck, here we go. Oh, guck mal, ihr wunderschöne Kleid an. Oh, meine Güte. Dann haben wir Maya und Sophie Obertanner. Wenn wir den sehen können. Yes, hier sind sie. So genial. Oh meine Güte, zahlreiche Mädels wie uns, gell? Ja, das ist ein Segen Gottes. Dann haben wir Taya Schön. Wo ist Taya? Da ist Taya. Taya, sorry. Oh, Taya, so schön. Und dann das Letzte in München, glaube ich, ist Mathilda, die kleine Mathilda. Wenn wir Mathilda sehen und begrüßen dürfen. Mathilda yes, ist auch sie, da, genau. Und wie ihr seht, was wir machen gerade ist, wir schicken Leiter und Pastoren zu Menschen nach Hause mit Geschenken. Hoffentlich, womöglich, wir bringen immer noch ein Fototeam, wir können Familienfotos machen. Einfach immer noch diese Wertschätzung auszudrücken, es ist so wichtig. Okay, jetzt gehen wir zu Düsseldorf. Okay, let's go. Jetzt haben wir Dante und Clea. Wenn wir Dante und Clea sehen können, sehr schön. Herzlich willkommen an eure besondere Tag mit Micha Wolf da, sehr schön. Dann gehen wir weiter und wir begrüßen Sophia. Sophia Onku. Yes, oh, so schön euch zu sehen dort. Mega, Mann, wie viel Haare. So ein Baby wollte ich immer haben, aber meine sind immer rothaarig rausgekommen. Nicht meine Schuld. Ja. Dann haben wir haben ein Baby in Köln. Wir gehen jetzt nach Köln. Come on, wo ist Köln? Da, und ihr! Ja, wir sehen Köln und ihr seid da im Theater, Halleluja. Und wir beten für Isabella und wir beten auch, dass Isabella braucht auch Heilung. Und so, wir segnen sie, aber wir beten auch für Heilung in Jesu Namen gleich yes, nachher. Amen. So schön, euch zu sehen in Köln. Dann gehen wir nach Zürich. Wir gehen über die Grenze. Come on. Wir gehen Let's zu Lenny Theo Strassler. How cool is that? Yes. Oh, wie cool seid ihr denn? Oh, ich mag eure Dekoration auch. Das ist so cool.
Und dann wir haben Ruben Frick. Ja, wie yes. schön. Oh, wie süß. Guck mal, natürlich. Oh, guck mal, wie er lacht. Er macht das. So cool. Dann haben wir Caden und Liam. Caden und Liam, wo seid ihr? Sehr schön. Oh, und Simon ist da. Ist das der Partyhaus mit Simon Etter? Voll cool. Und dann kommen wir hier nach Konstanz und wir gehen zur Familie Weiner. Come yes. on, here they are. Yeah. Und wir beten für Josef und wir beten für ihn und wir wollen auch beten für Heilung. Josef braucht auch Heilung für sein Herz. Und so, wir segnen ihn und wir beten auch für Heilung. Und unser letztes Kind für heute, wir gehen nach Wien, unser neuester Campus in Wien. Hi, oh, wie cool, euch zu sehen. Und wir beten für Joel. Joel, so cool. Wahnsinn, so genial. Hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir alle gemeinsam alle aufstehen können, oder? Genau. Wie cool ist es zu sehen? So viele Familien an all unseren Locations. Es ist genial zu sehen, oder? Also ich bin so unglaublich dankbar für euch alle. Dankbar für eure Kids, für eure Familie. Und ich würde sagen, komm mal, warum strecken wir nicht hier in Konstanz, wenn ihr wollt, die Hände aus Richtung Screen, wo auch immer ihr seid, Church. Ja. Streckt einfach eure Hände aus und fangt einfach an zu beten. Ja. Sei es eine Micro-Church, sei es Kino, sei es bei euch zu Hause. Gott, wir danken dir so sehr, dass du ein guter Gott bist. Gott, wir danken dir für jede einzelne Familie, für jedes einzelne Kind. Danke, dass du einen Plan für sie hast, eine Bestimmung für sie hast. Und Gott, wir beten, dass du sie mit Segen reichlich überschüttest. Gott, wir beten, dass sie aufwachsen dürfen und dich kennenlernen dürfen, dass sie ihren Weg mit dir gehen dürfen. Gott, wir beten für die Kids, die Heilung brauchen, dass du Heilung schenkst im Namen von Jesus, dass sie schon im jungen Alter erfahren dürfen, was für ein großartiger und guter Gott du bist. Und ich bete für die Familien und für die Eltern, dass du ihnen Weisheit gibst, Stärke gibst, Ausdauer und Geduld schenkst, diese Kinder heranzuziehen und sie einfach ja in den Wegen heranzubringen, wie du es dir wünschst, Gott. Und wir beten für uns als Church, dass wir als Church eine gute Familie für diese Familien sein können, dass wir ein Umfeld bauen können, wo diese Kinder aufwachsen können, um zu all dem zu werden, zu dem du sie gesegnet hast, in Jesu Namen. Amen. 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 Und wo wir schon alle stehen, würde ich sagen, come on, lass uns noch einmal Gott anbeten gemeinsam. Und während wir anbeten, einfach nochmal diese Kids Gott hingeben. Come on. Ich preis seine Majestät. Ich preis seinen Namen, Herr, alles bist du für mich. Jesus, ich bin ganz dein. Ich preis seine Majestät. Ich preis seinen Namen, Herr, alles bist du für mich. Jesus, ich bin ganz dein. Sende Erweckung, schütte sie aus, lass deinen Geist wirken, Himmelreich auf. Zeig deine Kraft und erfüll dieses Land. Hast es schon mal getan, bitte tu es nochmal. Amen. Und come on, Church, warum beten wir nicht gemeinsam, während wir noch stehen? Wir haben so viele Anliegen, die wir regelmäßig ausgefüllt bekommen von so vielen Leuten online und auch von Leuten hier vor Ort. Und wir lieben es, gemeinsam zu beten. Und wir haben mal drei Anliegen hier, für die wir jetzt ganz speziell beten wollen. Jemand betet, dass sein Partner einen Job findet. Wir haben jemand, der betet für Heilung von Asthma. Und wir beten
für die Tochter von jemandem und wir beten dafür, dass sie geheilt wird von einer Essstörung. So, come on, Church. Wir glauben, dass Gott gut ist. Amen. Wir glauben, dass Gott heilt, immer noch heutzutage. Amen. Also warum packen wir unseren Glauben nicht zusammen, da wo du jetzt gerade bist, als eine Church und beten gemeinsam. Come on. Gott, wir danken dir so sehr, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du heilst. Wir danken dir, dass du für uns bist. Und so legen wir dir all diese Anliegen hin, alle, die ich jetzt vorgelesen habe, aber auch alle anderen Anliegen. Und wir glauben, dass du heilen kannst im Namen von Jesus. Also beten wir zusammen in einer. Du hast gesagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, bist du dort und du wirst ihre Gebete erhören. Und so beten wir in deinem Namen. Und wir wissen, dass du ein Gott bist, der heilt. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der versorgt. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der versöhnt. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der wiederherstellen kann. Und in diesem Wissen und in diesem Vertrauen kommen wir zusammen und legen all diese Menschen dir hin und wir beten, dass du Wunder tust in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Können wir noch einmal, können wir Gott einen Applaus geben? Come on. Amen. Amen. Und dann dürft ihr Platz nehmen bei euch zu Hause oder eben in unseren Microchurches. Die Möglichkeiten sind zahlreich jetzt. Die Möglichkeiten sind zahlreich. Wer mag das? Ich mag das, dass die Möglichkeiten zahlreich sind. Ich mag das auch. Ich habe das Gefühl, jetzt, egal was passiert, wir wissen, was wir tun sollen. Oder? Gut, solange du das weißt. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan, ja. Wir können online machen. Wir können online machen. Wir können Open House Sundays machen. Genau, wir können verschiedene Größen machen. Genau. Und was auch immer passiert, wir sind immer noch die Kirche und wir können immer noch Gas geben. Halleluja. Von daher, und ich will euch wirklich Mut machen, schaut einfach in den nächsten Wochen, dort wo ihr seid, es werden immer mehr Microchurches entstehen, wahrscheinlich in der Region, wo du wohnst auch. Von daher, es wird Möglichkeiten geben, für uns alle wieder zusammenzukommen, so gut wir können. Aber hey, bevor ich die gleich übergeben. Wir haben noch so viele Gebetserhörungen auch, wo Leute einfach Gott danken. Jemand sagt, danke für die Microchurch. Und das ist so genial. Wir haben letzte Woche schon gestartet gehabt in München und in Konstanz und wir haben so viele neue Leute gesehen, die dazugekommen sind. Von daher, wenn du zum allerersten Mal da bist heute in der Microchurch bei uns oder wo auch immer, herzlich willkommen. Wir sind so pumped, dass du am Start bist. Oder wenn du online zuschaust zum allerersten Mal, herzlich willkommen. Wenn du dich fragst, wer diese gut aussehende Frau neben mir ist, sie ist leider schon vergeben. Es ist meine Frau, von daher, du musst gar nicht irgendwas schreiben in den Chat oder was auch immer. Okay, wo kam das her? Keine Ahnung, aber gut. Jemand dankt Gott für eine erfolgreiche Knie-OP. Come on, das ist richtig gut. Und jemand dankt Gott für einen überraschenden finanziellen Segen. Das ist so cool. Hey, Gott macht so viele Sachen. Ja, ihr dürft gerne klatschen. Gott macht so viele Sachen. Und wenn irgendjemand, wenn du nicht weißt, was Gott alles Gutes tut, ich gebe dir einfach ich ermutige dich, ruf einfach Elias Knupp an. Ja. Elias Knupp hat eine lange Liste auf seinem iPhone mit all den guten Berichten, mit all dem, was passiert. Von daher, wir blenden nachher seine Nummer ein für alle und ruf ihn einfach an. Und genau. Aber hey, wir wollen gemeinsam geben. Und Joanna, warum ermutigst du uns nicht in unserem Geben? Gerne. Ich habe die Ehre, uns zu ermutigen heute. Und ich gebe mein Bestes, eine Bibelstelle vorzulesen. Seid ihr bereit? Okay, es kommt aus dem Römer 12, Vers 9 und 11. Und es ist in meiner Lieblingsübersetzung, die Passion Translation. Und es sagt Folgendes. Lasst das innere Streben eures Herzens immer darin bestehen, einander zu lieben. Und spielt niemals die Rolle eines maskierten Schauspielers. Verachtet das Böse und umarmt alles, was gut und tugendhaft ist. Gebt euch der zärtlichen Liebe zu euren Mitgläubigen hin, als Teil einer Familie. Versucht euch in Respekt und Ehre füreinander zu übertreffen. Seid begeistert, dem Herrn zu dienen und haltet eure Leidenschaft zu ihm immer noch kochend heiß. Strahlt mit den Leuchten des Heiligen Geistes und lasst euch von ihm mit Begeisterung erfüllen, wenn ihr ihm dient. Das war's, aber ich habe mehr Notizen. Freima und ich, wir reden oft als Ehepaar. Ihr auch, wenn ihr verheiratet seid, bestimmt. Und was wir merken, ist, dass ein Geschenk, das diese Corona-Zeit uns gegeben hat, es hat unser ganzes Leben geschüttelt. Und eine Schüttelung ist eigentlich nichts Schlechtes, okay? Aber eine Schüttelung ist gekommen. Und wenn es zu unserem Geben kommt, denn unsere, wie wir vorher gegeben haben, ist es nicht mehr das Gleiche. Ich habe hier aufgeschrieben, wir sind es gewohnt, uns in einer Atmosphäre der Anbetung zu befinden. Stimmt's, oder?
Und in der Atmosphäre der Einheit, wenn wir gemeinsam mit Hunderten von anderen geben. Und die Bibelstelle ermutigt uns, egal was kommt, dass wir authentisch bleiben, dass wir authentisch sind. Und ich glaube, wenn irgendwas ist geschüttelt und gerüttelt, man sieht dann, was wirklich real war, was wirklich echt war. Und ich habe hier aufgeschrieben, hey, wir wollen authentisch sein, dass wir immer noch zu wissen, wofür wir stehen. Amen. Dass wir immer noch treu und hingabensvoll zu unserer Kirchenfamilie zu sein. Immer noch leidenschaftlich für unsere Herren und Erlöser zu sein. Seid immer noch voll des Heiligen Geistes und der Liebe, ihm zu dienen. Und you know, wir haben diese ganze Zeit gesagt, hey, wir können nicht mehr vorspielen. Hey, wenn irgendwas uns wichtig ist, denn es ist gezeigt, in dass wir immer noch geben, immer noch Lobpreis machen, immer noch leidenschaftlich seid. Und ich möchte euch ermutigen, falls dein Herz vielleicht doch ein bisschen kühler geworden ist, falls das erste Mal jetzt, dass du denkst, oh, vielleicht sollte ich geben, weil du eine Weile her nicht gegeben hast, hey, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Und heute kannst du nochmal entscheiden, okay, es gab eine Schüttelung. Es war alles anders und vielleicht habe ich nicht treu geblieben zu was ich vorher war, aber heute kannst du entscheiden, hey, ich möchte leidenschaftlich sein. Ich möchte immer noch geben. Ich möchte ein Teil von dieser Familie sein. Und du siehst diese QR-Code, die eingeblendet ist, auch in Microchurch, Open House Sunday oder auch wenn du allein zu Hause bist. Hey, wenn Gottes Botschaft dir wichtig ist, wenn Gottes Haus dir wichtig ist, hey, lass uns wirklich authentisch sein und ausdrücken, was in uns hier drin ist. Amen. So, wenn ihr bereit seid, wenn ihr eure Handys rausholen möchtet, das ist die Zeit, ich möchte für euch beten. So, Herr Jesus, wir danken dir für diesen Moment, dass wir immer noch die Kirche sind, dass du immer noch unsere Retter bist und dass wir immer noch eine Berufung haben, Gott, deine Kirche zu bauen. Und so Gott, ich bete von ganzem Herzen, dass jede Person diese Möglichkeit annehmen wird heute. In Jesu Name. Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, Church, aber ich freue mich auf der Botschaft für heute. So hol eure Schreibzeug raus, hol eure Bibels raus und macht euch bereit, weil Pastor Freimuth wird das Wort Gottes bringen. Amen. Großartig. Fantastisch. Alright. Ich bin eingerichtet und mein Headset funktioniert hoffentlich auch. Und wie genial, dass ihr am Start seid heute. Und ich glaube wirklich heute, dass Gott zu euch sprechen wird. Ich glaube jedes Mal, dass Gott zu euch sprechen möchte. Aber mein Gebet ist, dass heute etwas in eurem Herzen passiert. Dass Gott etwas Neues, etwas Frisches tut. Und ich habe mir 5 verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich diese Predigt anfangen kann, wie ich diese Predigt enden kann und was ich in die Mitte packe. Also ich fange einfach mal mit einer Art und Weise an und dann schauen wir mal, was passiert. Seid ihr bereit dafür? Okay, der Titel von meiner Predigt ist, falls du mitschreibst, dann kannst du den Titel aufschreiben, meistens oben aufs Blatt. Der Titel von der Predigt ist, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Dreh zu deinem Nachbarn um und sag, das gibt's ja gar nicht. Dreh zu deinem anderen Nachbarn um, schau, dass du den Mundschutz schön da hast, weil das gibt's ja gar nicht, sonst ist es zu viel. Das gibt's ja gar nicht. Alright, ich fange an mit einer Bibelstelle und ich fange an mit einem Zitat, was ich gelesen habe. Die habe ich unabhängig voneinander gelesen, habe aber realisiert, wie sehr sie zusammenpassen. Ich fange mal an mit dem Zitat. Das Zitat ist von Dwight L. Moody, ein ziemlich bekannter Prediger und Pastor. Und er hat Folgendes gesagt. Es ist unmöglich, heute genug zu essen, um 6 Monate zu überleben. Auch ist es unmöglich, deine Lungen mit so viel Luft zu füllen,
dass es für die gesamte kommende Woche ausreicht. Genauso wenig können wir heute genug Gnade für den Rest unseres Lebens aufnehmen. Wir dürfen von Gottes reichlicher Gnade nehmen, so wie wir sie jeden Tag brauchen. Ich liebe dieses Zitat. Wir können nicht heute genug essen, um für 6 Monate versorgt zu sein. Wir können heute nicht genug Luft einatmen, damit wir die ganze Woche nicht mehr atmen müssen. Und genau so ist es mit Gottes Gnade. Wir können heute nicht genug Gnade empfangen, die den Rest unseres Lebens reicht. Nein, wir dürfen jeden Tag von Gottes reichlicher Gnade nehmen, so wie wir sie brauchen. Passend dazu Johannes 1, Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Und Gott, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für die paar Momente, die wir jetzt gemeinsam haben. Und ich bete, dass du uns eine neue Offenbarung schenkst davon, was Gnade für uns bedeutet. Deine Gnade hat so viele Gesichter, so viele Farben, so viele Facetten, die wir gar nicht alle ergreifen können. Und ich bete, dass heute in dieser Predigt, in diesen nächsten paar Minuten, wir eine neue Offenbarung bekommen, eine neue Erkenntnis davon bekommen, wie groß und wie gut und wie besonders deine Gnade ist und wie persönlich deine Gnade ist für jeden Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam Amen, Amen. Wie genial, Amen. Hey, das gibt's ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Momente erlebt hast, in deinem Leben, wo du einfach nur etwas beobachtet hast, etwas gesehen hast und einfach nur da standest und dir dachtest, das gibt's doch gar nicht. Also das gibt's doch gar nicht. Ich habe schon mal so einen Moment erlebt, ja? Ich meine, neulich erst sind wir alle Zeuge geworden von einem Moment, wo man wirklich dann da saß und da stand und sich gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Bayern München gegen FC Barcelona, 8-2. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war zu der Zeit in Italien, hatte furchtbar schlechtes WLAN. Ich konnte es nicht schauen. Ich lag in einer Jugendherberge mit meiner ganzen Family im Bett, mit meinem Handy und habe versucht, den Chat zu verfolgen. Und ich lag nur da und es war so, das gibt's doch gar nicht. Also, da ist doch was falsch an diesem Chat. Hat dir schon mal was erlebt? Wo du was siehst, oder wir waren in Südafrika vor gar nicht allzu langer Zeit und dann waren wir Whale-Watching und wir sind auf diesem Boot raus und sind da rausgefahren in der Hoffnung, einen Wal zu sehen, und dann ist wirklich direkt neben uns so ein riesen Wal hochgekommen, und das ist auch so ein Moment, wo du dann da sitzt und da stehst und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, das ist doch crazy. Hast du jemals, ich meine, wir alle, die mich kennen, ihr wissen, ich bin ein bisschen ein Naturbursche, ich bin ein bisschen ein Nature-Freak, okay, ich mag das draußen zu sein, aber du schaust dir die Natur an, du schaust dir Gottes Schöpfung an, und wie oft stehst du da und du denkst dir einfach nur, das geht's doch gar nicht. Das ist doch der Wahnsinn. Und manchmal haben wir so Momente, wo wir sehen, was Menschen leisten. Wo wir sehen, zu wie viel guten Dingen der Mensch möglich ist. Wo Menschen anderen Menschen helfen, wo Menschen über die Grenzen hinausgehen, selbst ein Opfer bringen, um anderen Menschen zu helfen. Und du siehst den Bericht, du siehst den Film oder was auch immer, und du stehst nur da und sitzt nur da und denkst dir, wow, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Und je länger ich mir Gedanken mache über Gottes Gnade, je mehr ich herausfinde, wie schlecht ich wirklich bin, und je mehr ich herausfinde, wie gut Gott wirklich ist, desto mehr habe ich nur noch eine Zusammenfassung für Gottes Gnade und für die Größe und für die Güte und für die Barmherzigkeit, die er mir gegenüber zeigt. Und das ist einfach nur zu sagen, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich, dass es einen Gott gibt, der so unglaublich gut ist, dass er mich liebt, dass er seine Treue nicht aufgibt, dass er mich sieht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe diese Woche eine Bibelstelle gelesen oder eine Geschichte gelesen, die ihr alle kennt vermutlich aus dem Alten Testament, im 1. Mose. Und ich kann es nicht vorlesen, es ist Kapitel 15 bis 18. Es ist eine ziemlich komprimierte Geschichte, aber ihr alle habt sie schon mal gehört, wir werden sie nicht vorlesen. Aber es ist die Geschichte von Abraham und Sarai, von Hagar und Ismael. Und wir alle kennen diese Geschichte von Gott gibt ein Versprechen. Und Gott gibt ein Versprechen an Abraham und an Sarai, dass er sie segnen wird, dass Generationen nachher auf sie zukommen. Ich habe diese ganze Geschichte gelesen. Dann kommen wir an den Punkt, wo die beiden
Abraham und Sarah nicht glauben, dass Gott dieses Wunder möglich machen kann, das Versprechen einlösen kann. Also entscheiden sie sich, Gott ein bisschen nachzuhelfen. Und so kommt die Sklavin Hagar ins Spiel. Und das läuft nicht sehr gut. Das funktioniert nicht alles, wie sie es vorgestellt haben. Es kommt ein Sohn auf die Welt, Ismael. Die beiden werden verstoßen. Und eine große Geschichte. Und ich habe mir die Geschichte durchgelesen und habe mir die verschiedenen Facetten angeschaut. Und ich saß da und habe gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, wie bescheuert und wie böse und wie schlimm wir Menschen manchmal sein können. Und es gibt's doch gar nicht, wie treu unser Gott ist, dass er immer noch an uns festhält. Und was ich machen möchte ist, ich habe 4 Bilder aus diesen 3 Kapiteln. 4 kurze Bilder, die hoffentlich uns ein bisschen ein Bild davon malen können, wie groß Gottes Gnade ist. Und ich bete und ich glaube, dass eins von diesen Bildern dich vielleicht genau dort trifft, wo du jetzt gerade bist und wir lesen und lernen können, wie gut Gottes Gnade ist und wie persönlich sie ist. Was wir oftmals denken, ja, also Altes Testament ist wo der Gott beschrieben wird, der Gerechtigkeit und der Richter. Und Neues Testament ist, wo beschrieben wird, die Gnade Gottes. Das ist der alte Bund und ist der neue Bund. Aber die Tatsache ist, Gott ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Es ist nicht, dass Gott nicht gnädig war im Alten Testament, dann Jesus sendet und auf einmal gnädig ist. Nein, Gott war schon immer gnädig. Und die Gnade Gottes kann am besten ausgemacht werden an seinem Charakterzug, daran, wer er ist. Und wenn du das die gesamte Tora, die gesamte Bibel dir durchliest, von Anfang bis Ende, dann werden immer wieder wunderbare Bilder gemalt und Geschichten erzählt davon, wie groß Gottes Gnade ist. Und hier sind die 4 Bilder. Und ich hoffe, dass eins von diesen Bildern dich ansprechen wird. Hier ist das erste Bild. Ein Versprechen, das unmöglich war. Wir finden Gottes Gnade wieder in einem Versprechen, das unmöglich war. Ist. 1. Mose 15, Vers 5. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und er sagte, sieh hinauf zu den Sternen, die am Himmel stehen. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Kannst du die Sterne zählen, die am Himmel sind? Schau sie dir genau an. So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Ich frage mich, ob Gott dir vielleicht ein Versprechen gegeben hat, was eigentlich unmöglich ist. Ein Versprechen gegeben hat, was eigentlich so viel größer ist, als was du dir jemals vorstellen kannst. Und ich habe mir so die Frage gestellt, okay, lass es mal ein bisschen betrachten, diese ganze Geschichte. Okay, du gehst aus dem Zelt raus. Ich war in meinen Sommerferien, wir waren in den Alpen. Und wir haben die Abende damit verbracht, mit einem Feldstecher und mit dem Fernglas die Sterne anzuschauen und Kometen zu suchen, die wir nicht gefunden haben und Weltraumschrott, der da durch die Gegend fliegt und was auch immer. Ich habe nachgeschaut, ich habe nicht nachgezählt, ich würde sagen, ich habe nachgeschaut, wie viele Sterne man mit dem bloßen Auge denn so erkennen kann. Also wenn du eine richtig klare Nacht und du schaust nach oben in deinem Einzugsgebiet von dem, was du sehen kannst, kannst du so ungefähr circa mit dem bloßen Auge 2000 bis 3000 Sterne erkennen. Und ich frage mich aber jetzt, ich lese mir diese Bibelstelle durch und ich frage mich, von welchen Sternen hat Gott geredet? Hat er geredet von allen Sternen oder hat er geredet nur von den Sternen, die wir sehen? Ich frage mich, wenn Gott zu dir spricht über die Versprechen, die er für dich hat, hörst du seine Stimme nur in dem, was du sehen kannst? Oder hörst du sein Versprechen aus, auch über das weit hinaus, was du ergreifen, was du sehen kannst? Gottes Versprechen sind nicht nur für das Jetzt und für das Hier, sondern Gottes Versprechen reichen in eine Dimension hinein, die wir gar nicht mehr sehen können, gar nicht mehr ergreifen können. Ich meine, er sagt zu Abraham, ich werde dich segnen, die Generationen nach dir segnen. Manchmal, sogar wenn wir Christen sind und sogar wenn wir an einen übernatürlichen Gott glauben, begrenzen wir Gottes Versprechen zu unserem Jetzt und Hier. Aber ich glaube, Gott sagt uns und zeigt uns immer wieder in seiner Schöpfung, in seiner Bibel, immer wieder in seinem Wort, zeigt uns, hey, er ist so viel größer und seine Versprechen gehen so viel weiter als das Hier und das Jetzt. Manchmal müssen wir uns als Christen daran erinnern und die Perspektive wieder neu finden. Hey, warte mal, Gottes eigentliches Versprechen ist, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen werde.
Das größte Versprechen überhaupt. Wir limitieren Gottes Versprechen manchmal auf materialistische Dinge, auf momentane Dinge. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat für mein Leben, während ich auf dem Planeten bin. Und wir glauben, dass er mich finanziell segnet. Und wir glauben, dass ich Familie haben werde und gesund sein werde. Und alles. Und ja, wir glauben das. Und die Bibel sagt uns, wir sollen es glauben. Wir sollen dafür beten. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass wir unseren Blick weiten sollen. Nicht nur auf das schauen sollen, was jetzt und hier ist, sondern auf das, was kommt. Das größte Versprechen, was Gott dir jemals gegeben hat, ist, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Milliarden von Sternen, die du gar nicht zählen kannst. Und was steht in Johannes 3, Vers 16? Wir kennen die Bibelstelle. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich will dich heute Morgen daran erinnern, dass das Versprechen, was Gott für dich hat, nicht nur momentan ist, nicht begrenzt ist auf das, was du siehst, sondern dass Gott dir ein viel größeres, ein viel besseres Versprechen gegeben hat, nämlich, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, dass deine Seele gerettet wird, dein Leben gerettet wird und du in eine Welt eintauchen kannst, die so viel besser ist als alles, was du jemals gesehen hast. Jede Träne wird weggewischt werden, jeder Schmerz wird weggenommen werden, es wird komplette Freiheit herrschen, komplette Einheit herrschen und du wirst mit Gott gemeinsam leben. Wow! Das Leben, was wir hier verbringen, Freunde, lass uns nicht nur auf das Jetzt und Hier schauen. Lass uns für etwas Größeres leben, für etwas Weiteres leben. Lass uns für die Ewigkeit leben und nicht nur für das Jetzt und Hier. Lass uns Gottes Versprechen nicht reduzieren auf das Jetzt und Hier. Ja, Gott will dich segnen, jetzt und hier. Aber lass uns sein Versprechen nicht reduzieren auf das Jetzt und Hier, sondern die wahre Perspektive haben. Ich habe immer im Neuen Testament gelesen, ich glaube, es war der erste Petrusbrief, habe ich diese Woche gelesen und dort steht, wird die Freude von den Christen beschrieben. Und dort wird beschrieben, wie die wahre Freude, die sie haben, sie nicht ziehen aus dieser Welt und aus diesen materiellen Dingen, die um sie herum sind, sondern wie sie ihre Freude beziehen auf den Blick auf die Ewigkeit. Sie wissen, wow, ich werde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Deswegen kann ich jetzt und hier voller Freude sein. Ein Bild von Gottes unglaublicher Gnade ist, dass er uns ein Versprechen gibt, was eigentlich unmöglich ist. Ein Versprechen gibt, was so viel größer ist, als wir jemals erdenken, uns erträumen oder vorstellen können. Gott hat ein Versprechen für dich. Gott hat ein Versprechen für dich. Wo auch immer du gerade sitzt, wo auch immer du gerade meine Stimme hörst, ich will dich daran erinnern. Gott hat ein Versprechen für dich. Und vielleicht denkst du, es ist unmöglich. Und vielleicht denkst du, du verdienst es nicht. Und vielleicht denkst du, es wird nicht eintreffen. Aber Gott kennt dich und er hat einen Plan für dein Leben und er hat ein Versprechen für dich, was über das hinaus reicht, was du dir vorstellen kannst. Das erste Bild, was wir in dieser Geschichte sehen können, ist ein Versprechen, das unmöglich war. Hier ist das zweite Bild. Das zweite Bild von Gnade, was Gott malt. Eine Sklavin, die niemand sah. Eine Sklavin, die niemand sah. Wir reden von Hagar hier. Hagar war eine Sklavin, die Abraham und Sarai mitgenommen hatten aus Ägypten. Sie wurde rausgerissen von dort, wo sie war. Und sie war Teil von der Crew, die unterwegs waren, okay, mit den Leuten. Und dann, das Versprechen wurde nicht wirklich wahr. War nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Also hat Sarai gesagt, komm, Abraham, nimm meine Sklavin, nimm die Hagar, mach mit ihr ein Kind. Und dann wird das Versprechen vielleicht wahr, was Gott uns versprochen hat. Dann ist das passiert, das Kind kam und auf einmal hat sich Sarai gedacht, ja, aber jetzt bin ich eifersüchtig. Weil jetzt hat meine Sklavin ein Kind geboren, was ich nicht geschafft habe. Und sie hat angefangen, der Hagar das Leben wirklich zur Hölle zu machen. Sie hat sie misshandelt, sie hat sie einfach völlig daneben behandelt und dann kommt es an den Punkt, wo Hagar wegrennt. Und Hagar ist in der Wüste, sitzt bei der Quelle, ist am Ende, weiß nicht wohin, weiß nicht was machen. Und dann kommt Gott und redet mit ihr. In 1. Mose 16, Vers 13, hier steht Folgendes. Und Hagar, sie, Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Und ich liebe diese Bibelstelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Und das ist ein wunderbares Bild von Gnade. Egal, wo du gerade stehst, egal, wo du gerade bist, egal, wie verloren du dir gerade vorkommst, Gott ist ein Gott, der dich sieht. Ich kann mir vorstellen, die Hagar hat sich absolut verloren gefühlt. Ich bin nicht Teil von dem Segen. Ich bin nicht Teil von diesem Versprechen. Ich bin einfach nur ein Sklave. Hier ist die Familie. Keiner sieht mich. Keiner hat Interesse für mich. Ich renne weg. Sie war sich sicher. Sie wird sterben. Sie war sich sicher. Das war das Ende. Und dann kommt der Gott, der sie sieht. Und sie erkennt ihn als der Gott, der sie sieht. Gott sieht dich. Wo auch immer du gerade bist, wo auch immer du gerade stehst, was auch immer in deinem Leben gerade passiert, Gott sieht dich. Er weiß, wo du bist und er kennt dich. Und dann denke ich mir, ich lese die Bibelstelle, denke mir, yes, jetzt kommt die good old this comeback story. Ich habe zu viel Hollywood-Filme geschaut. Gott kommt, schaut, sieht Hagar. Sie sagt, yes, da ist mein Gott, der mich sieht. Komm, wir gehen zurück und wir zahlen es den allen heim. Oder du lässt mich hier und du segnest mich und es wird der Hammer werden. Und hier ist, was Gott sagt. Geh zurück. Geh zurück zu Sarai. Geh zurück zu Abraham. Aber ich werde mit dir gehen. Das ist Gnade, Freunde. Gnade ist nicht, dass Gott uns unbedingt aus dieser Welt herausnimmt. Jesus betet das übrigens. Er betet in seinem letzten Gebet, ich bitte nicht, Johannes 17, Vers 15, dass du sie aus der Welt herausnimmst, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt werden, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Gnade ist, dass Gott dich sieht in deiner Sorge, in deinem Unheil, in deinem Schmerz, in deinem Chaos. Und dass er sagt, hey, ich nehme dich nicht raus, aber ich bin mit dir in deiner schweren Zeit und ich stärke dich in deiner schweren Zeit und ich gehe mit dir gemeinsam durch diese Zeit. Das ist Gnade. Gott sieht dich und Gott lässt dich nicht allein. Er nimmt dich vielleicht nicht heraus und das gibt dir Mut zu sagen, okay, weißt du was? Ja, ich gehe durch diese harte Zeit, aber ich weiß, ich bin nicht alleine, weil mein Gott ist für mich. Und wenn Gott für mich ist, wer um alles in der Welt kann gegen mich sein? Wir dienen einen guten Gott, der dich sieht. Und wir dienen einen guten Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht einfach da und sagt, ja, Hagar, geh zurück. Pech gehabt. Das ist dein Schicksal im Leben. Nein, er sagt, okay, geh zurück. Aber ich komme mit dir. Und vielleicht musst du genau das hören. Geh zurück an deine Arbeitsstelle, aber Gott sagt, ich bin mit dir. Geh zurück in deine Familie, aber Gott sagt, ich bin mit dir. Wo auch immer du bist, Gott sagt, ich gehe mit dir. Das zweite Bild dieser wunderbaren Gnade ist eine Sklavin, die niemand sah, aber Gott sah sie. Das dritte Bild ist eine Treue, die wir einfach nicht begreifen. Und das war der Moment, wo ich gelesen habe und wo für mich dieser Moment kam von, das gibt's doch gar nicht. Also das gibt's doch gar nicht. Also wenn ich Gott wäre, ganz ehrlich, ich hätte schon längst den Leuten hätte ich den Ofen ausgemacht. Aber schon eine ganze Weile her. Also ich meine, das ist doch crazy. Hier kommt Gott und er nimmt sie und er gibt ihm Versprechen. Das ist so schön poetisch. Ich werde dir Nachfolger geben und Generationen und Gott zeigt sich ihm. Ich meine, das ist schon ziemlich crazy, wenn Gott dir in einem Zelt begegnet, dich rausnimmt und dir die Sterne zeigt. Ich meine, was brauchst denn du noch? Also keine Ahnung. Aber dann werden die beiden ja ungeduldig, Abraham und Sarai, ne? Die haben ja, also das ist ja, also Gott, Freunde, wir werden nicht jünger, okay? Das denke ich mir manchmal auch mittlerweile, Freimut, du wirst nicht jünger. Und manchmal haben wir ja die Tendenz dazu, Gott daran zu erinnern, was er noch alles nicht getan hat. Also, ich höre niemand mit mir. Und manchmal erinnern wir nicht nur, sondern manchmal denken wir auch, komm Gott, jetzt, ich helfe dir ein bisschen. Vielleicht brauchst du ein bisschen was von meiner Hilfe. Lass mich einfach ein bisschen nachhelfen. Und das machen sie. Und sie helfen nach. Und sie machen so viele Sachen, die für Menschen typisch sind. Sie versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Sie versuchen einfach, weil sie nicht vertrauen. Und dann fangen sie an, diese Person zu misshandeln. Das ist, was wir Menschen machen. Wir sind frustriert und wir werden eifersüchtig und wir misshandeln andere Menschen. Und dann, was wir auch machen, und das ist das perfekte Bild von Abraham, weißt du, Sarai redet mit Abraham und Abraham sagt zu Sarai, ach, mach doch mit ihr, was du willst. Ist nicht... Hier, hat nichts mit mir zu tun. Wie oft sind wir Menschen in Situationen, wo wir sehen, wie Menschen misshandelt werden, wie Unrecht passiert und wir sagen, ah ja, puh, ja, hat mit mir nichts zu tun. Und Gott sieht alles das, okay? Das ist Kapitel 15 und 16. Er sieht alles das. Und dann begegnet der Abraham wieder in Kapitel 17. Und ich lese das Ding und ich denke mir, jetzt Abraham, jetzt kommt, jetzt aber.
jetzt kriegst du die Lektion, die du verdient hast. Hol mal deine Frau Sarah her, die muss auch hören, was Gott zu sagen hat. Und hier ist, was Gott sagt. 1. Mose 17, Vers 6 bis 8. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. What? Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden. Und sogar Könige sollen von dir abstammen. What? Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeit. Ich bin euer Gott und werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören und ich werde ihr Gott sein. Und ich liest es und ich denke mir, das gibt's doch gar nicht. Also Gott, hast du nicht gesehen, was die da veranstaltet haben? Ganz ehrlich. Und Gott sagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Mein Versprechen ist unumstößlich. Was für ein Bild von Gottes Gnade. Es ist egal, wie oft du es versemmelt hast. Es ist egal, wie oft du Fehler gemacht hast. Gottes Zusagen für dich sind Ja und Amen. Gott steht zu seinem Wort und er sagt zu dir, ich bin dein Gott und ich werde dich segnen. Ich bin dein Gott und ich werde dich retten. Ich bin dein Gott und ich werde mit dir gehen. Und es ist egal, wie schlimm du bist. Und wie schnell tun wir genau das? Wir haben ein Versprechen, wir laufen los, wir nehmen eine Abkürzung, wir machen Dinge falsch, wir setzen die Karre wirklich in den Sand und Gott sagt immer noch zu dir und zu mir und ich will dich trotzdem segnen. Weil Gottes Gnade nichts ist, was wir uns verdienen. Und ich will dir Mut machen, wenn du irgendwo sitzt und irgendwo stehst und irgendwo diese Message hörst und du denkst, man, du warst Gott gegenüber unglaublich untreu. Gott sagt dir, aber ich bin treu dir gegenüber. Weil mein Versprechen für dich ist unumstößlich. Was für ein Bild von Gnade. Und dann das letzte Bild der Gnade. Ein Versprechen, das unmöglich war. Eine Sklavin, die niemand sah. Eine Treue, die wir nicht begreifen. Und hier ist das letzte Bild, was in diesen drei Kapiteln gemalt wird. Ein Sohn, den Gott segnete. 1. Mose 17, Vers 20. Hier ist Abraham, der mittlerweile Abraham heißt und nicht mehr Abraham. Und er sagt zu Gott, hey, ich werde keinen Sohn mehr bekommen. Segne doch den Ismael, okay? Ich weiß, er ist nicht in der Familienlinie und was auch immer, aber segne doch ihn. Und er redet mit Gott und Gott sagt zu ihm, hey, ja, okay, ich werde ihn segnen, aber mein Versprechen gilt immer noch für mich, für dich, du wirst einen Sohn haben, du wirst ihn Isaac nennen und das wird gut werden. Aber hier ist, was er sagt, 1. Mose 17, Vers 20, doch auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen. Ich werde ihn segnen und fruchtbar machen. Und ihm sehr viele Nachkommen geben. 12 Fürsten wird er zeugen. Und ich lasse ihn zum Vater eines großen Volkes werden. Oftmals nehmen Prediger die Geschichte, und da ist auch nichts Falsches dran eigentlich an diesem Bild. Und sie malen dieses Bild von Ismael und Isaak. Und was sie sagen ist, Isaak war das wahre Versprechen Gottes. Und Ismael war die Abkürzung Gottes. Und wo wir uns nach ausstrecken sollen, ist nach Isaak. Und nicht die Abkürzung zu nehmen und Ismael zu wählen. Und ja, das stimmt schon, das macht schon Sinn. Aber Gottes Gnade ist immer noch groß genug, um deinen Ismael zu segnen. Gottes Gnade ist immer noch groß genug, um deine Fehler zu segnen. Das liebe ich an unserem Gott. Gott sagt nicht, okay, Ismael, war ein Fehler, dumm gelaufen, Pech gehabt, ich vergiss dich. Er sagt, auch wenn es ein Fehler war, ich sehe dich nicht als Fehler an, sondern ich liebe dich und ich segne dich. Gott kann deine größten Fehler nehmen und er kann sie umdrehen und er kann sie segnen. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und weißt du was? Und damit schließe ich. Du bist kein Fehler. Ich frage mich, wie lange Ismael rumgelaufen ist, in der festen Überzeugung, dass er ein Fehler war. Ich bin nichts wert. Ich bin ein Kind, was nicht gewollt ist. Es gibt keine Zukunft für mich und keinen Plan für mich. Und Gott sagt, doch, ich sehe dich und ich segne dich. Und ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Aber alles, was ich dir sagen kann, genauso wenig wie Ismael ein Fehler war, genauso wenig bist du ein Fehler. Und genauso wie Gott anfängt, Ismael zu segnen, genauso möchte er dich segnen. Er möchte mit dir sein, er möchte mit dir gehen. Du bist kein Fehler. Du bist von Gott auserwählt für einen Zeitpunkt wie diesen. Er liebt dich, er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, um für dich zu sterben, um die Tür weit aufzumachen, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Du bist kein Fehler. Gottes Gnade ist so unglaublich groß.
Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass Gottes Gnade dich dort trifft, wo du gerade bist und wie du sie gerade brauchst. Gottes Gnade ist wie ein Versprechen, das unmöglich ist. Gottes Gnade ist wie eine Sklavin, die niemand gesehen hat, außer Gott. Gottes Gnade ist wie eine Treue, die wir einfach nicht begreifen können. Und Gottes Gnade ist wie ein Sohn, den Gott segnen möchte. Ich frage mich, wo du gerade stehst. Ich frage mich, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu diesem gnädigen Gott, der dich sieht, der dich kennt, der einen Plan für dein Leben hat. Und wie ich vorhin gesagt habe, einen Plan, der weit über das hinausgeht. In einem kleinen Moment möchte ich dir die Möglichkeit geben, ein Gebet zu sprechen. Ein simples Gebet zu sprechen, in dem du Gott, diesen Gott, von dem ich gerade erzählt habe, einladen kannst in dein Herz. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Und dieses Gebet, was du sprechen wirst, ist kein Gebet, was so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Gebet. Ich habe Schwierigkeiten, jetzt bete ich und jetzt habe ich Jesus und jetzt wird alles besser. Alle meine Probleme werden weg sein. Es wird nie mehr Schwierigkeiten geben. Nee, das nicht unbedingt. Aber du lädst einen Gott ein, der größer ist als dein momentanes Problem, als dein momentaner Horizont und der dir ein Versprechen gibt, was durch deine momentane Sorge hindurchbricht in die Ewigkeit hinein und dir ein Leben verspricht in Zukunft mit ihm. Und wenn du anfängst oder wenn du Jesus annimmst und dieses Versprechen anfängt sich auszubreiten in dir, dieses Versprechen der Ewigkeit, dann wird diese Ewigkeit sich manifestieren in deinem jetzigen Leben. Und du wirst eine Freude bekommen, eine neue Perspektive bekommen, eine neue Stärke bekommen. Und dein äußeres Leben wird sich verändern, weil du innerlich verändert worden bist. Die Ewigkeit, die Gott dir verspricht, die du in deinem Herzen tragen wirst, die wird dein Jetzt und Hier verändern. Weil du weißt, du hast einen Gott, der größer ist als das Jetzt und Hier und der dich mitnehmen möchte in eine Ewigkeit mit ihm. Ich frage mich, kennst du Gott? Hast du eine Beziehung mit diesem Gott? Hast du jemals den Schöpfer des Universums, der dich kennt und der dich liebt, eingeladen in dein Herz? Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, wo immer wir sind. Ja, auch im Wohnzimmer, in unseren Microchurches hier in Konstanz. Und warum beten wir nicht dieses simple Gebet? Und ich möchte es vorbeten. Und wenn du sagst, weißt du was, ja, das bin ich, dann kannst du es einfach nachbeten. Vielleicht können wir für einen kleinen Moment unsere Augen schließen. Einfach für einen kleinen Moment. Wenn du sagst, weißt du was, das bin ich. Ich möchte dieses Gebet gleich beten. Ich will Jesus einladen in mein Herz. Zum allerersten Mal. Oder vielleicht sagst du auch, ich kannte Gott mal. Und ich will zurück zu ihm. Ach, dann ist dieser Moment für dich. Und du sagst, ja, hey, hier bin ich. Ich stehe hier oder ich höre dir zu. Und wenn du sagst, weißt du was, das finde ich, manchmal ist es gut, ein äußerliches Zeichen zu geben, um eine innerliche Entscheidung zu bestätigen. Und ich zähle gleich bis drei. Und egal, wo du stehst, wenn du sagst, okay, ja, das bin ich, ich möchte dieses Gebet beten, dann kannst du vielleicht bei drei ankommen, einfach da, wo du stehst, die Hand heben. Einfach als Zeichen für Gott, als Zeichen für dich selber, als ein äußerliches Zeichen für das, was in dir passiert und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Wo immer du gerade bist, ich zähle bis drei. Und wenn du sagst, ich will diesen Gott einladen in mein Herz zum allerersten Mal oder ich muss zurück zu ihm, dann ist das dein Moment. Denk dran. Gottes Gnade ist größer als deine Fehler. Größer als deine Unzulänglichkeiten. So viel größer als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Ich zähle bis drei. Wenn du das bist, dann kannst du bei drei einfach die Hand heben, da, wo du stehst. Eins, zwei, wo auch immer du bist. Drei. Heb einfach deine Hand. Großartig. Ich bin mir sicher, wir haben Hände gehoben überall an unseren Locations. Darfst du die Hand wieder runternehmen? Komm, lass uns beten gemeinsam. Ich bete vor und wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen, den Rest meines Lebens, im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam,
Amen. Come on, können wir all den Leuten einen riesen Applaus geben, die sich entschieden haben. Amen. Amen. So good, Freimer. Well done you. Thank you. Loved it. Hey, wirklich, in jeder Woche als in unserer Kirche machen Menschen diese Entscheidung. Und wir wollen dich gratulieren und wir wollen dich helfen, in deinem Glauben zu wachsen. Und was ich in meiner Hand habe hier, ist eine Bibel im Magazinformat, ganz einfach zu lesen. Es gibt ein paar Infos, wie du weiter in deinem Glauben wachsen kannst. Und wir möchten dir das schenken. Wir würden das dir nach Hause schicken. Du musst einfach nur auf diesen QR-Code mit deinem Handy einfach scannen und du bekommst all deine nächsten Schritte. Wir würden in Kontakt mit dir kommen und dich unterstützen in dieser besonderen Zeit. Und wir würden dich so gerne helfen, an Alpha-Kurs oder Online-Kleingruppe oder eine Kleingruppe in der Nähe von wo du wohnst. Aber Glauben ist eine Reise, wie Framark gesagt hat. Und es ist nicht immer einfach. Aber das Gute darin ist, du musst es nicht allein laufen. Und so bitte, lass uns dir helfen. Amen. So gut. Well, es war so schön, Sonntag mit euch zu genießen. Ich hoffe, ihr habt einen genialen restlichen Tag. Wir sind nächste Woche wieder am Start und ich hoffe, ihr auch. Finde, was die beste Möglichkeit für dich ist. Hey, wenn du dich wohlfühlst, einfach ja, in deinen Schlafanzug. Okay. Easy. Irgendwann musst du raus in deinen Schlafanzug. Aber vielleicht ist es nicht nächste Woche. Es ist in Ordnung. Gnade ist genügend, wie Freimann gepredigt hat. Aber auch wenn du dich sicher fühlst, nur mit einer kleinen Gruppe von Menschen, Open House Sundays finden immer noch statt. Oder finde eine Microchurch in deiner Nähe. Wir würden einfach gerne Gemeinschaft mit dir haben. Amen. So, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich will sagen, von hier aus, vom Conscience aus, ein riesen Tschüss. Und wir sehen uns nächste Woche. Sei gesegnet, Church.